We are poor little lambs who have lost our way. Ba, ba, ba. Ja, stillgestanden. Hier ist wieder der Captain. Und wie die Sirene schon ertönt, es herrscht Krieg, beziehungsweise der Krieg steht kurz vor der Tür. Denn die Angebote von Derboe sind nichts als Lippenbekenntnisse für weiter so und er will sich weiter ausbreiten. Der größte Hohn ist, dass er jetzt noch hier eine weitere Stadt gegründet hat. Damit hat er jetzt 8 Städte. Und jetzt dürfte auch noch der Letzte im Süden, Engländer und Franzosen, gemerkt haben, dass Derboe unbedingt aufgehalten werden muss, weil ansonsten ist er irgendwann mit den 8 Städten so dermaßen uneinholbar. Und das spiegelt sich auch gleich wieder, denn... Okay, hier der Handel mit Face, den ich gemacht habe. Aber auch gleich in dem Handel, den Good Cat mit mir angenommen hat. Was daraus schließen lässt, dass sie meinen Vorgang wohlwollend unterstützen. Ich gehe mal davon aus, dass sie den anderen Derboe auch unterstützen werden, damit wir uns etwas länger bekriegen. Aber sie werden sich mir zumindest nicht verweigern. Denn was sie auf jeden Fall wahrscheinlich wollen, ist, dass der Kampf hier ordentlich stattfindet und wir uns gegenseitig beschäftigen. Gut, liefern wir uns also einen Kampf mit ihnen. Und bevor dann der Kampf losgeht, ich habe auch noch den Koloss gebaut. Und den Koloss gibt uns, der Koloss gibt uns mehr Geld. Und dementsprechend der neue Handelsweg nach München gibt uns auch nochmal Geld. So, die Bautrupps habe ich schon gezogen, das ist alles unwichtiger Kram. Kommen wir noch zu so ein paar Einstellungen. Zum Beispiel brauchen wir natürlich neue Landsknechte, denn jetzt knallt's und dementsprechend werde ich demnächst was verlieren. Also werden gleich mal 2 Landsknechte wieder eingestellt und vorne rangeschoben an alle anderen, sodass ich nächste Runde gleich wieder Landsknechte zur Verfügung habe und die vor allen Dingen dann zügig an die Front bringen kann, wodurch hier schon die Straße gebaut wird. Und dieser Bautrupp wird dann auch noch nächste Runde anfangen, die Straße zu bauen. Gut, kommen wir zum Krieg. Mal schauen, ob ich das noch hinbekomme, wie ich die Einheiten alle gezogen habe. Erstmal... ein Pferdchen hier hin. Oh, da ist noch ein Bogi. Da ist noch ein Bogi. Da ist noch ein Bogi. Tja, das Pferdchen, eins der Pferdchen werde ich höchstwahrscheinlich verlieren, weil da bestimmt noch ein bisschen mehr hinten steht. Aber den angeschlagenen Bogi kann ich zumindest weghauen. Bringen wir erstmal die Einheiten in Position. Was machen wir mit den anderen? Ja, wir machen mit den anderen gar nichts, sondern beginnen so, wie ich es auch gemacht habe. Mal schauen, ob ich es noch hinkriege. Das Katapult eröffnet auf den Krummsäbelkämpfer. Und Krieg. Und dementsprechend sinkt meine Zufriedenheit auf 5 runter. Aber mit den ganzen Zusätzen und dem Koloss und so weiter sollte ich nächste Runde auch wieder 12 Zufriedenheit haben. Mailand hat gleich mit den Krieg erklärt. Jerewan und Valletta werden demnächst irgendwann auch den Krieg erklären, weil da laufen meine Quests demnächst ab. Gut, weiter. Wir ziehen den vor, damit er Flankenbonus gibt. Wir ziehen diesen Landsknecht, wie hat die's gemacht? Wir ziehen diesen Landsknecht auf die Position, damit er Flankenbonus gibt. Wir ziehen diesen Landsknecht auf die Schafe, um Flankenbonus zu geben. Und wir ziehen diesen Landsknecht nach vorne, um das Salz zu plündern. 4 Glücklichkeit weniger, das wird ihn schon treffen. Und ich krieg 21 Gold. 21 Gold investieren wir gleich mal hier an der anderen Seite. Da sehe ich nämlich schon einen Speer, den habe ich irgendwie schon erwartet. Der ist neulich durchgeschlüpft. Und kann ja da hinten nicht weiter. Dementsprechend modernisieren wir hier gleich mal ein Schwerti, damit, wenn der Speer hier irgendwie rumfuhrwerken will, er auf jeden Fall gleich ein paar aufs Maul kriegen kann.
Okay, gut. Wir kommen zurück zum Geschehen. So, und dann kommen wir dahin, dass dieser Landsknecht den Krummsäbelkämpfer angreift und mit seinen vielen Boni und der Flankierung macht er doch schon ordentlich Schaden, und zwar 40. Ja, der erste Schlag. Oh, nur 36. Na gut, aber der erste Schlag ist schon mal erledigt. Jetzt können wir den hier wieder zurückziehen, damit er nicht unnötig angegriffen wird. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, denn wir wollen natürlich auch hier weitermachen. Und zwar fangen wir an, wir ziehen ein Schwerti nach vorne. Flankenbonus. Und geben einmal Schüsse ab. Und geben ein zweites Mal Schüsse ab. Bogenschützen los. Und wir hauen mit dem einen Landsknecht drauf. Und jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht. Ich habe es andersrum gemacht. Ich habe nämlich angefangen mit diesem Schwertkämpfer, den zuerst, und dann mit dem Landsknecht, weil der Landsknecht wird nämlich auf diesem Feld sammeln. Nein, so schnell kann man etwas anders machen, als man ursprünglich geplant hatte. Gut, also das sind einfach zu viele Einheiten, als dass ich mir das wirklich alles ganz genau merken kann, wann ich wie welche Einheit angegriffen habe. Okay, gut, also merken wir uns, das muss vertauscht sein, der Landsknecht muss da sein und der Schwerti da sein. Ansonsten hat aber das keine weitere Bewandtnis für den Kampf. Nächste Runde geht's halt dann einfach weiter. So, und damit's hier weitergeht und der ein bisschen Schaden nimmt, kriegt der von dem Landsknecht noch einen drauf. Und der kriegt von dem Landsknecht auch noch einen drauf. Gut, damit ist er doch schon relativ weit unten. Nächste Runde kann er sich wahrscheinlich wieder ein bisschen hochheilen, aber wird er wahrscheinlich weg sein. Weil er kann sich da auch nicht wegbewegen, ist ja alles vollgestellt. Und mein schöner blockierender Landsknecht hier in der Mitte sorgt dafür, dass die beiden angeschlagenen Einheiten sich eigentlich gar nicht bewegen können, sei denn sie ziehen in die Stadt zurück und dann muss er die Bogis rausziehen. Also, wenn er sie retten will, muss er die Bogis rausziehen. Mit dem rausgezogenen Bogi kann er nichts angreifen, denn der wird zurückgezogen. Und dieser hier sollte ja eigentlich dahin, also alles ein bisschen verschoben hier jetzt. So, ziehen wir mal so hin. Und das Pferdchen, das Pferdchen kommt hier hinten eigentlich gar nicht mehr hin. Dementsprechend, ja, also den müssen wir mal kurz so hinpacken. So, weil nämlich der Bogi dahin soll. Und das Pferdchen kann nur hier vorne stehen. Wunderbar. Also, nochmal als Hinweis. Das und das müsste getauscht sein. Und dann könnte der Landsknecht dorthin. Und dementsprechend passt das hoffentlich dann. Okay, der letzte Kampfteil ist hier. Wir fangen zuerst mal mit dem Pferdchen hier an. Wird einmal drüber über den Fluss und greift an. Zack. So, und der greift den auch nochmal an und damit ist das, ist noch ein Bogi Geschichte. Damit habe ich zwei Einheiten vernichtet und zwei Einheiten ziemlich runtergehauen. Und der verzieht sich über den Fluss, denn wenn er mit denen das nicht angreift, sondern zurückzieht, je nachdem wie er sich entscheidet, könnte ich hier seine Pferdchen plündern und dann kriegt er auch gar keine Reiter mehr. Damit wären dann einige Sachen schon mal tabu für ihn. Keine Reiter, hat er nur noch Nahkämpfer. Okay, mehr gibt's dann nicht zu machen. Wir sind damit durch. Unsere Einheiten sind gezogen und alles andere ist gesetzt. Jetzt warte ich darauf, dass der Gegenschlag kommt. Der Ersatz ist schon in Auftrag und alles weitere geht sich dann in der nächsten Runde aus. Bis zu Runde 82. Und dann ertönt auch wieder die Sirene.